30 seconds. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wir sind wieder da. Es heißt erste Bundesliga, deutsche Paintball-Liga hier live aus Solms-Alxhausen. Ich begrüße euch hier oben vom Turm. Zu Gast habe ich heute hier beim Start die Miki aus Österreich. Herzlich willkommen hier oben. Grüß dich, Disco. Und schönen guten Morgen. Es geht los mit dem dritten Spieltag der ersten Bundesliga. Zwei Tage bereits in den Büchern. Ich bin sicher, die liebe Regie blendet uns gleich mal die Ausgangstabelle ein. Die ersten Teams stehen bereits auf dem Feld. Ihr seht den Feldbetreiber gerade, der auch hier spielerisch tätig wird. Stefan Steiner zusammen mit seinem Haufen Cologne Hurricanes. Die starten hier in den ersten Punkt des Tages gegen die Dornbirn Daltons. Genau, mit dem Tone am Start. Mit dem Tone am Start, der war aber beim letzten Spieltag nicht da. Nee. Leider nicht. Weil die kleine Geburtstag hatte, glaube ich. Genau. Und jetzt schauen wir mal, wie die Daltons sich gegen das Bollwerk der Hurricanes verteidigen können. Der erste Punkt läuft. Five alive. Ein Einer raus bei den Daltons und die Hurricanes deutlich aggressiver. Bereits in T-Back 3 angekommen. Da geht schon der zweite der Daltons, die jetzt innen eingeschlossen sind. Miki, was meinst du? Da geht nicht mehr viel. Ich glaube auch, das wird jetzt ein bisschen enger, aber Tony ist dafür bekannt, dass er kämpft und sein Team, die geben auch nicht auf. Also ich glaube schon, dass er, wenn da jetzt noch ein G fällt bei den anderen, könnte es nochmal was werden, aber sie müssen sich jetzt anstrengen. Also sonst wird das jetzt wirklich eine enge Nummer und viel schneller Punkt. Das Problem ist immer, wenn du auf dem Layout, wenn die Leute außen sind, in den Bunkern, die schießen so von innen rein, man ist eigentlich nur noch, siehst du, ja, man ist nur noch am Verteidigen. Und dann auch schon das Handtuch. Ja, ein schneller, ein eindeutiger Punkt, ein 1:0 für die Hurricanes aus Köln. Ja, jetzt müssen wir nochmal einen Zahn zulegen, ne? Das wird sonst... Netter Einstand. Ja, so fängt der Tag an, ne? Da sind gleich die nächsten Starter. Es laufen ja immer parallel zwei Spiele, nochmal für die Leute, die hier gerade neu dabei sind. Wir sehen jetzt den ersten Punkt aus der zweiten Begegnung dieses Blockes und das sind die Ballistics Göttingen gegen das zweite Team aus Köln hier in der ersten Bundesliga, nämlich die Cologne Predators. Genau, ich glaube trainiert werden sie von Morales, habe ich gerade gesehen. Die Ballistics, ja. Die Predators ihrerseits haben den Herrn Müller an ihrer Seite. Verlieren aber hier den ersten Spieler, die Ballistics. Die Predators mit einem guten Breakout, da gibt es einen Penalty, somit nur noch zwei Leute drin, auch hier da der Letzte sitzt da jetzt im Segel, das wird ein Towel auch geben, somit haben wir den zweiten eindeutigen Starterpunkt hier. Ja, ich sehe hier, oh, das ist ja schön, wir haben ja einen riesen Monitor, wir können also sehen, was ihr schreibt. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, ich habe hier auch Facebook noch an, dass man nochmal... Ah, das musst du nicht machen. Den musst du ausschalten. Den Stream darfst du nicht anmachen. Oder du musst hier, kann man den Stream auf Pause stellen und bleibt der Chat dann weiter? Das kannst du machen. Nein, das geht nicht. Aber nicht den Stream laufen lassen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das will das nicht. Weil das machst du ja mit WLAN, ne? Wenn das noch 10 andere machen, dann haben unsere Zuschauer vor den Monitoren mehr Wackler drin. Deswegen ist es besser, wenn wir das nicht machen. Aber viele von meinen österreichischen Freunden haben gefragt, wie sie da kommentieren können. Ja, schau mal auf den Monitor. Da hast du immer davor stehen, was es ist. Da hast du einmal Twitch und da hast du auch Facebook und du hast auch YouTube. Das heißt, alle Kommentare, die eingehen, sehen wir hier. Ausgehen können wir nachher über Twitch, glaube ich, mal was machen. Auf jeden Fall gibt es auch Möglichkeiten zu kommentieren, meines Erachtens, ohne dass der Stream auf Play ist. Aber wir fragen gleich mal den Dozer, wenn der hier oben ist. Der wird gleich noch kommen, ich bin da nämlich nicht ganz sicher. Aber das Schöne ist ja, uns kann man hören. Du kannst also einfach sagen, guten Morgen, Eisenherz. Oder... Ja. Harry Potters. So, weiter geht's. Ja, Voting gibt's auch. Hast du das im Kopf noch mit den Regeln? Mir wurde noch gar nicht mitgeteilt, wie das überhaupt nochmal gleich funktioniert. Mit was? Mit dem Voting? Ja. Auf Facebook? Geht mal ins Facebook. 30 Sekunden. Es gibt eine Abstimmung in Team Facebook, da könnt ihr voten für das Team, wo ihr meint, was gleich den Gegner zermalmen wird. Ihr geht da also rein und könnt dort, da ist es aber auch nochmal erklärt, da gibt es dann ein Herzchen für das eine Team und ein Wow, wenn ihr meint, dass das andere Team die Nase vorn hat. Sehr geile Abstimmung und wir gucken dann zwischendurch immer rein,
wie sich das Ganze entwickelt und wer da eurer Meinung nach die Nase vorn hat. Der zweite Punkt der Daltons gegen die Hurricanes. Die Daltons versuchen es nach vorne, gehen hier in den Tower. Fünf sind alive, wie man sieht. Ja, wir spielen 5 gegen 5. Und wir sehen die Secondaries. Steiner, ganz frech, weit nach vorne. Wollte aber jetzt der Ton hat nachgezogen. Ja, war knapp. Knapp, aber drin. Ja. Da geht einer der Daltons auf den T-Bags. Das ist... Und die Hurricanes ziehen in die Snake auf. Ein schöner Move. Au, oh, der ist geschossen worden. Hurricanes verlieren den Snake-Spieler. Wir sind jetzt noch mit 3 Spielern aus Köln. Und die Daltons sind ebenfalls noch zu dritt. Tone verlässt das Spielfeld. Ist hier aus seinem 50-Bunker rausgeschossen worden. Die innere 50-Bunker auf der Snake-Seite jetzt von beiden Teams besetzt. Die Hurricanes jetzt deutlich aggressiver. Weidmann zieht auf in die Snake. Hat das auch geschafft. Ist jetzt hier in Snake 2. Baut Druck auf den Tempelspieler, der von innen auch beschossen wird. Und zwar von dem Doritos-Spieler. Das machen sie sehr gut da jetzt. Weidmann zieht weiter auf. Ist jetzt in der 50. Jetzt kriegt er den Schuss. Der Move in die Snake von den Daltons, den der Weidmann gerade holen wollte. Und der hat ihn getroffen. Snake geladen jetzt. Sehr interessanter Punkt. 3 Leute, die sitzen ganz dicht voreinander hier in der Snake. Und da kommt ein Move der Daltons und der Konter. Oh! Steiner richtig schön gelöst. Hat hier gesehen, dass der Dalton-Spieler nach vorne aufzieht. Geht direkt los zum Bunkern. War einfach schneller. Das war wirklich krass gemacht und auch richtig abgestraft dafür, dass er es gemerkt hat. sehr guter Punkt. Manchmal muss man auch Risiko eingehen, um den Punkt sich zu sichern. Das ist manchmal auch eine ganz gute Strategie. Klar. Ich glaube, das... macht den Sport dann auch wirklich interessant. So, wir gucken mal auf der DPL-Seite. DPL im Facebook. Und da schauen wir uns mal an, wie denn die Abstimmung hier läuft. 10 seconds. Also, wenn ich weiß, kannst du die Regie auch einblenden, wie momentan die Abstimmung ist. Ja, ihr seid ja noch gar nicht wach. Ihr müsst da mal drauf und abstimmen. Game on. Die Cologne Predators gegen die Ballistics. Der erste ist schon raus. Der Chiron ist gefallen. Und Predators hat noch eine Strafe gezogen, glaube ich. Uiuiui, die Preds verlieren richtig. Spieler haben jetzt Pussy 4, wenn ich das einer richtig sehe. Da. Einer ist noch in einem. Ne, zwei sind. Ne, einer ist noch da. Der muss jetzt aufpassen, dass er nicht noch ein Penalty hinten rauskriegt. Alle Spieler sind markiert. Ausgleich, 1:1. So deutlich wie der erste Punkt für die Predators ausgegangen ist, geht auch jetzt dieser Punkt so deutlich nach Göttingen. Das war schon fein. Ja, dann wird das eine richtig spannende Runde, ne? Schauen wir. So. Deine Ref, der hat ein bisschen was abbekommen. Der stöhnt ein bisschen am Feld. Aua, oder wie? Ja, hier vorne, der junge Mann. Der hat gerade schon angezeigt, dass er da irgendwie an einer etwas intimeren Stelle... Etwas intimeren Stelle. Ins Gemächt geschossen, ja. Aber er ist tapfer. Er ist schon wieder bereit. 20 seconds. Was heute von mir versteigert wird. Ja, Sonnenbrille, nee, ich habe nur 2 Sonnenbrillen und die eine ist defekt. Und da war gestern der liebe Heini von Optik Heinrichsmeier, der war so lieb und hat meine Brille mitgenommen und versucht, die jetzt zu retten. Aber meine, ja, auf. Ja, ich habe mir eine Ersatzbrille geholt, aber meine verspiegelte, die ist leider die Verspiegelung angefressen. Ob ich da einen Ball drauf gekriegt habe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die kaputt. Der erste gefallen bei den Cologne. Die Daltons verlieren auch. Den ersten ziehen direkt nach in die Snake, was ich für sehr geschickt halte. Snake, die Hurricanes müssen jetzt aufziehen, haben aber jetzt keinen Spieler außen auf der Corner. Deswegen macht der Snake-Spieler jetzt auf in die 50. Eigentlich müsste der noch weiter kriechen, der Dalton-Spieler. Ja, eigentlich schon, ja. Das kann keiner verhindern, aber er macht sich da jetzt gemütlich und jetzt zieht der Steiner hier auf und ist jetzt auch außen auf dem Tower und kann jetzt wieder ein bisschen Kontrolle auf die Snake ausüben. Aber er weiß nicht, dass der da ist. Er weiß das nicht. Oh, jetzt hat er an der Deckung gewackelt.
Jetzt hat der Steiner das mitgekriegt. Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt ist er wieder im Spiel drin und sieht. Jetzt weiß er es ganz genau. Also er hat jetzt auch gesehen, dass der Snaker vorgerückt ist und jetzt betteln sie sich. Und aber schauen. Steiner macht das ganz geschickt, ist da unten drin, der kann so eigentlich nicht getroffen werden. Ja, jetzt wird der Snaker noch gerefft. Aber als clean. Aber er wartet jetzt einfach auch nur auf ihn, ne? Das ist. Ah, der ganz weit, der ist für Steiner das. Oh, Bunker-Move auf der Dorito-Seite und der kommt da durch. Aber er wurde doch noch getroffen. Ja, hat aber Tone mitgenommen. Gesehen. Tone muss auch gehen. Da war der Tone gar nicht so glücklich damit. Die Dorito-Seite noch besetzt. Ja, der hat das Spiel geöffnet. Das kriegen die nicht mehr hin, die Daltons. Das war eigentlich offen. Der Kollege Laptev auf der Dorito-Seite einfach mal eben durchgezaubert. Ist dann den entscheidenden Meter noch weiter gelaufen und hat den Ton auch noch mit vom Feld gelaufen. Das war sicherlich auf der Kante genäht, sag ich mal, vorsichtig ausgedrückt. Aber die Schiedsrichter sind näher dran, hier von hier oben. Ich bin immer dafür, wenn es knapp war, für den angreifenden Spieler zu werten. Es ist natürlich für uns hier oben etwas so eine andere Perspektive und manchmal auch einfacher in der Übersicht, wo man dann sagt, Mensch, warum sieht der denn nicht? Aber klar, wir stehen, sitzen hier oben. Und da unten steht der Spieler und hat natürlich eine komplett andere Sichtweise. Aber der Steiner hat gebuzzert. Schauen wir mal, aber ich glaube, das sieht gut aus, dass da ein Clean Ball rauskommt. Ist auch ein Schweizer Ref mit dem orangefarbenen Käppel, habe ich gesehen. Beziehungsweise schon mich mit ihm unterhalten. So, was machen die Ballistics? Angreifen. Gegen die Predators? Was meinst du, wer macht den nächsten Punkt? Ballistics. Ich bin, der Morales hat ja auch bei den Freefallern oder spielt immer noch bei den Freefallern in Österreich, da bin ich natürlich parteiisch unterwegs. Also du meinst eine Herzensangelegenheit, du bist dafür, dass die Ballistics jetzt einen Punkt machen. Ja. Ja, ich bin recht neutral. Mit den Preds haben wir halt schon viel trainiert und sind lange unterwegs. Ballistics sind halt bei uns aus der Gegend, sag ich mal. Wir kennen beide Teams lange. Möge der Bessere gewinnen, ich glaube. Das sowieso. Also das will ich jetzt nicht in den Raum stellen. Alles gut, so meinte ich es auch nicht. Mir tut es immer leid, egal wer jetzt von beiden Teams gewinnt oder wer auf dem Feld ist, wenn sie Strafen ziehen. Das tut mir in meiner Seele weh, weil ich mal denke, ach. Aber das macht man doch selber. Ja, das braucht halt noch nicht leid tun. Die Leute sind doch selber verantwortlich. Aber es ist ärgerlich halt für jedes Team. Die Ballistics nicht zu halten, unfassbar, wie sie jetzt hier auch in dem Punkt über die Preds drüber hergestiegen sind. Das war wirklich schon ein massiver Einbruch da, richtig durchgezogen. Schöner Punkt hier für die Ballistics Göttingen, das macht schon einen guten Eindruck. Ja, ja, also die haben sich auf Angriff eingestellt. Und ja, der Morales, der hat ja auch bei uns trainiert und ich muss ihm wirklich sagen, er ist ein wirklich langer Kerl und hat Spaß gemacht mit ihm. Auf jeden Fall. Ja, der Morales, der bockt schon. Mhm. Aber gut, es gibt auch genug andere Spieler, die da ihm nachziehen. So, Dornburn Daltons. Stellen sich wieder auf. Gegen die Hurricanes. Bislang noch kein Mittel gefunden. Es sieht nach einem 4:0 Mercy aus. Scheint dann immer, also man kommt da natürlich schlecht rein, aber aus Sicht der Daltons muss man auch sagen, die Hurricanes hier auf Home Turf, extrem starker Kader, deutsche Meisterschaft bereits gefeiert. Die sind extrem stark und extrem souverän und die Hurricanes hier zu besiegen ist wirklich, wirklich schwer. Wir haben viel gegen die trainiert und auch kaum Land gesehen. Ja, Tone geht da geht der Laptev schon wieder durch, ist jetzt hier schon wieder und der kriegt jedes Mal noch den Traitor. Hast du das gesehen? Ja. Und in meinen Augen war das schon fast Penalty-würdig. Aber nützt alles nichts. Im Endeffekt ist es so, dass die Hurricanes auf dem Vormarsch sind in Dorito und Snake. Der letzte Spieler jetzt und hier in der Can, der kriegt noch das Penalty. Das war's. Das war ein Spiel in 5 Minuten und na, wir warten noch schnell, bis gebuzzert wurde. Ja, das ist souverän durch die Nummer durch, ne? Also 5,5 Minuten für 4 Punkte. Das ist schon eine eindeutige Ansage der Hurricanes, was die hier heute vorhaben. Das war ja ein ganz kurzes Vergnügen.
Ja. Guten Morgen, Hellfire. Point approved. Game finished. Ja, teilt den Streamlink. Wir können schauen auf YouTube, wir können schauen bei Twitch, wir können schauen bei Facebook, wir können überall kommentieren. Ihr könnt hier auf dem Turm Hallo sagen. Wir haben da so einen riesengroßen Monitor, wo das alles für euch angezeigt wird. Wir haben hier die Meisterschale, die zeige ich euch gleich mal genau. Guck mal, wenn man die Meisterschale nimmt. Das ist wirklich schick. 10 Seconds. So. Zack. Weg bin ich. Machen wir gleich nochmal. Und das Spiel läuft. 2:1 für die Ballistics Göttingen. Es ist der vierte Punkt. Der Doritos-Spieler der Ballistics hat es wieder sehr aggressiv versucht. Diesmal aber geknipst worden beim Versuch, ganz schnell in das dritte T-Pack einzutauchen. 4 Ballistics noch im Spiel. Die Preds ihrerseits bereits in Snake 3 da angekommen. Macht sich jetzt hier auf und sucht diagonal nach den ersten Kills hier. Bislang nichts zu machen, weil die Ballistics gar nicht so weit raus sind auf der Dorito-Seite, da deren Dorito-Attacker ja beim Start getroffen wurde. T-Back 1 jetzt nachbesetzt von den Ballistics. Der versucht jetzt hier in T-Back 2, hat jetzt gesehen, dass der Snake-Spieler auf ihn wartet und ist wieder zurückgekrochen. Ja, die Preds eigentlich in guten Positionen, aber weil sie hinten sind, machen die Ballistics jetzt einfach nichts und lassen die Preds kommen. Und solange die in den Positionen bleiben, geht nichts. Aber jetzt hier aufgezogen. Jetzt gibt es das direkte Duell in der Snake. Ihr seht es direkt im Stream. Die sind direkt voreinander. Der Snake-Spieler der Ballistics muss sich bereits checken lassen. Wird jetzt outgecallt. Der Preds-Spieler noch drin. Somit jetzt deutlicher Vorteil für die Preds. Da zieht ein zweiter Mann nach auf der Snake-Seite. Ihr seht es sehr schön. Jetzt mit 3 Mann in der Snake und einer hinten, der noch auf den Doritos absichert. Da kommt das Towel und wieder der Ausgleich der Preds. Das ist ein sehr, sehr spannendes, schönes Spiel. Spannend, ja? Ja, lass uns mal reinschauen, wie die Leute so getippt haben. Ich tippe mal auf... Oh, ist das spannend. Ich tippe, dass die Predators das gewinnen. Wobei das keine... So. Und wie kann man jetzt anzeigen lassen? Mal sehen. Na, gestern hat die Regie es uns unten eingezeigt. Vielleicht kann das nochmal einblenden, wie momentan der Stand ist. Also für die Ballistics sind hier erstmal mehr Kommentare. Auch wenn das hier noch... Ballistic 33 zu Cologne Predators 67%. Also ja. Da ist schon eine ganz klare Meinung unterwegs. Ja, ich weiß, dass es jetzt aktuell noch nicht viele sind, weil einfach die Leute meinen, hier noch schlafen zu können, wenn hier Livestream ist. Und dabei geht hier wirklich was ab. Also ich weiß aber, dass einige von uns schon wach sind, die extra eingeschaltet haben oder aufgestanden sind. Habe ich schon gesehen, die haben schon geliked und schauen zu. Also manche machen sich die Arbeit, dann wirklich aufzustehen. Das ist natürlich lobenswert und das macht das alles natürlich also ein bisschen spannender. Ich bin ja gespannt, wie voll es heute noch wird. Ich weiß, also Franzi, seitdem Franzi die Bude und so, es gibt ja hier immer richtige Leckereien, ne? Man kriegt ich gestern schon gegessen. Man kriegt ja mehr als gutes Essen. Und ja, ich habe es gestern gegessen. Und wir hatten ja auch letztens mal ein Voting für den Namen. Und ich weiß gar nicht, kann die Regie, könnt ihr ermitteln, wisst ihr denn, welcher Name da gewonnen hat? Gibt es jetzt einen Namen? Also ich habe auch gelesen, dass es da noch nicht so eine richtige Entscheidung gab. Das werden wir im Laufe des Tages vielleicht mal in Erfindung bringen. Ihr hattet da ja viele lustige Sachen gemacht am ersten Spieltag. Eigentlich muss sie ja dann auch getauft werden, ne? Aber erstmal schauen wir jetzt. Ballistics Preds, ausgeglichenes Spiel. Ballistics mit einem weiten Move auf den Doritos, da bis in den dicken Bunker da in den 50s. Das ist bei uns das Tequila. Tequila! Ja. Für Tippi, Tequila, alles was auf der Tippi-Seite steht. Es ist natürlich ein Gameboy. Na gut, okay. Dann ist das ein Gameboy. Also sieht man schon den Unterschied zwischen Deutsch und Österreich. Wir haben da doch andere Namen. Ja, das sind ja von Team zu Team, ne? Ja. Aber manchmal auch interessant, wie sie das so nennen. Also welche Namen sich daraus kristallisieren und was man sich da so einfallen lässt. Sehr, sehr interessantes Spiel. Sehr viele Moves von den Kölnern hier.
die sehr weit jetzt aufgezogen haben, sind hier in beiden vorgezogenen Bunkern links und rechts auf der Snake-Seite, haben jeweils in den äußeren Bunkern, also in dem Dorito aus und auf der Snake-Seite in dem ganz äußeren Bunker Spieler. Ist also richtig schön breit gezogen, die Ballistics ihrerseits auch. Wir spielen 5 gegen 4 Spieler. Ganz interessant. Im Moment werden auf beiden Seiten mit aller Macht erstmal Fehler vermieden. Ja, es ist natürlich so, die Snake rückt jetzt schon nach bei den Predators. Der weiß, er sitzt da drinnen. Der greift an jetzt. Jetzt hat er natürlich 2 Lines auf sich drauf. Die oh, nochmal vor. Sehr schöner Move. Und da ist er raus. Da ist er einen zu weit gegangen. Ja, aber sein Backspieler, der Snake-Back, der hat ihn gut auf den Zack gehabt. Ei, da hat das verpeilt, dass da noch einer ist und lässt sich auch knallen. Das geht jetzt Richtung Köln, da wäre ich mir fast sicher. Die Predators, der Snake-Spieler ist noch sauber. Oh, das war aber schön gespielt. Schöner Move hier, der Predator-Spieler, der Predator direkt nachgesetzt, als er gesehen hat, dass der vielleicht nicht raus ist und sich noch checken lässt. Direkt hinterher gesprungen, nochmal einen Ball nachgesetzt. Richtig schön gespielt. Jetzt ist es ein 2 gegen 1, wobei der Spieler in T-Back 50, der Haug, noch nicht gesehen hat, dass der da auf dem Weg zum Buzzer ist. Ja. Und Punkt für den Predator, wenn er denn sauber ist. Ihr seht jetzt den Herrn Möhler beim Check durch den Ref. Point approved. Somit 3-2. Die Preds wieder da. Aber die Göttinger werden jetzt nochmal nachziehen. Meinst du? Ja, die werden kämpfen. Okay. Wir schauen uns das an. Ich bin gespannt. Wir haben heute jede Menge schicke Blöcke. Ich habe hier mal den Spielplan des Tages liegen. Wir sehen heute noch, oder im nächsten Block, die Mercs gegen Dark Sun. Wir sehen die Lucky 15s, die am zweiten Spieltag deutlich stärker aufgeschlagen haben als am ersten Spieltag. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das heute so weitergeht. Die gehen gleich mal gegen Offenburg Carmen Etja, also sicherlich schon eine der Top-Begegnungen heute. Freue ich mich drauf. Na, Mercs ist ja, wie gesagt, Wiener Neustadt. Das sind ja die Österreicher. Da werde ich noch dabei sein. Das ist doch so Österreichs Top-Team, oder? Die Mercs? Naja, bei den Mercs ist diesmal der Florian Mitscher auch mit aufgestellt und der Erik Smetana von den AMG Bratislava ist dabei. Ich weiß nicht, ob sie heute da sind, aber sie haben, ja, sie haben sich einen Namen gemacht in Österreich. Die Mercs gibt es schon extrem lange. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich es jetzt genau wüsste. Ich weiß, die gibt es lange. Also, lüg halt, das weiß keiner. Du kannst... Du aber kannst ich kann es in Erfahrung bringen fürs nächste Mal. Du kannst, auch so du kannst ja auch einfach sowas sagen wie 19 Jahre. Nein, das ist gut. Und dann also einfach, du musst einfach dann einfach so abnicken. Genau, aber ja. Ich könnte jetzt, also es müssten 20 sogar schon sein, weil die Taipane und die Fußballer gibt es schon 17, 18 Jahre. Also die sind so in dem gleichen Zeitalter. Siehst du, jetzt kommen wir schon ran an die Sache. Kommen wir schon ran. Aber ich kann es nachher in Erfahrung bringen, wenn es dich interessiert oder die Leute draußen. Ach, wenn es dann so ungefähr 20 Jahre sind. Dann steckt da viel Erfahrung. Sind wir ja auf jeden Fall schon mal alle einig, dass es sehr, sehr lang ist. Ja, mit viel Erfahrung, viel Wissen. Klar, mit den Kana-Brüdern drin. 4 Minuten 45 auf der Uhr, 3-2 Führung für die Preds. Der nächste Punkt läuft. Die Ballistics lassen sich nicht beirren und gehen wieder auf Break in T-Back 3. Jedes Mal das Gleiche. Und der Haupt zieht nach in den Gameboy. Tequila. T-Back 4 geladen jetzt für die Ballistics. Ein Spieler raus bei den Preds. Hier auf der Snake-Seite. Die sind jetzt auf der Snake-Seite sehr kurz aufgestellt, wobei die Ballistics auch noch nicht aufgezogen haben. Beide Teams jetzt wieder in dem Tower, beschießen sich gegenseitig. Trotzdem jetzt der Move Richtung Snake von den Ballistics. Sehr schön gemacht. Snake geladen von den Ballistics. Das war ja schön aufgezogen. Der Pratt-Spieler versucht nachzuziehen. Er zieht nach. Der Haug, der ist auf der Dorito-Seite da in dem Gameboy und versucht da und wartet da jetzt auf den Snake-Spieler. Genau, der Snake wird jetzt auch von den Ballistics gecheckt.
aber er ist clean noch. Also oh, das Snap-Duell! Auf der Dorito-Seite ein Snap-Duell vom Ballistics-Spieler gegen den Pratt-Spieler. Und der Pratt-Spieler setzt sich hier durch. Somit jetzt die Dorito-Seite blank von den Ballistics. Das ist jetzt schon dezent vorentscheidend. Wir haben noch 3 Minuten 20 auf der Uhr. Dieser Punkt wird wohl bei den Kölnern landen, weil die Ballistics aktuell noch zu zweit. Ein Spieler in der Snake, ein Spieler in dem Tower. Die Preds jetzt noch mal mindestens zu dritt. Snake-Spieler auch raus bei den Ballistics. Ja, das war's. Ja. Da kommt das Handtuch. 4 zu 2. Das heißt, wir haben wieder 2 Minuten Wartezeit. Ein Block wird ja immer zu Ende gespielt. Die erste Begegnung ist hier mit 4 schnellen Punkten für die Cologne Hurricanes ausgegangen, die Dornbirn Daltons hier, die den Dornbirn Daltons einen schlechten Start in den Tag bereitet haben. Was haben wir denn heute noch? Wir haben im dritten Block Rain of Fire gegen Braindead, wir haben Breakout Spa gegen Offenbach Fast Netly, wir haben heute noch die Dornbirn Daltons gegen die Ballistics, die Mercs gegen die Hurricanes, Lucky 15 gegen die Preds. Ich sehe hier noch Breakout gegen Etja. Ja, und nachher dann natürlich Österreich gegen Österreich, ne? Haben wir auch noch Dornbirn Daltons gegen die Mercs. Auch eine interessante Nummer. Da darf man gespannt sein. Mhm. Aber ja, die Luckys habe ich auch gesehen, die haben beim letzten Mal extrem aufgeholt, also auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Im letzten Block des Tages. Kannst du die auch, liebe Regie, kannst du die größer machen? Ich kann die ist super. Wir haben die Live-Tabelle im Bild. Und wir sehen auf dem ersten Platz Breakout Spa mit 25 Punkten. Dahinter die Cologne Hurricanes mit 20 Punkten aktuell. Wobei da jetzt natürlich noch die 3 Punkte dazukommen, die sie gemacht haben. Aber dann haben sie auch ein Spiel mehr. Auf dem dritten Platz Lucky 15, wie gesagt, sehr gut aufgeholt. Carmen Etja dann auf dem vierten Platz mit 18 Punkten. Dann die Mercs mit 17, dahinter Braindead mit 11, da ist dann so die erste Stufe, sag ich mal, ab dem fünften Platz. Dann kommen die Preds mit auch mit 11 Punkten, die Ballistics mit 9, die Dornbirn Daltons mit 8 Punkten, Darkson mit 5. Und Rain of Fire und Offenbach Fast and Deadly, die sind hart am struggeln mit jeweils 4 Punkten. Aus 9 Begegnungen dürfen sein, ist das schon wenig, ne? Da wird es dringend Zeit, wenn man da sich noch gegen einen drohenden Abstieg stemmen will, dann sollte man das heute tun. Ja, das viel Zeit bleibt da dann nicht mehr. Um da noch Punkte zu holen oder um Punkte gut zu machen, um da im Ranking zu bleiben und gegen den Abstieg zu kämpfen. Aber ja, ich glaube, generell ist das auch immer wieder ein neuer Kampf, jeder Tag, weil die Teams werden natürlich auch immer besser. Sie rücken auch mit den Newcomern, die da wirklich aus den Vollen schöpfen können, mit Erfahrung, mit Wissen, mit Können, wo sie dann wirklich auch von profitieren, von den bei uns Österreichern Altspatzen genannt. Und da ist es manchmal wirklich schwierig dann auch einzuschätzen. Also wir haben gestern zum Beispiel den Corrado Bachmann gehabt, der ja auch schon herausspringt in seiner Leistung von den Risk. Aber ich muss mich korrigieren, er spielt nicht 4 Jahre, er spielt erst 1,5 Jahre. Und für 1,5 Jahre ist da schon richtig Wumms hinter. Und das ist natürlich dann auch schön zu sehen, dass wirklich auch der Nachwuchs da aus den Vollen schöpfen können. Ja, Nachwuchs ist immer, die Jungs, die müssen gefördert werden, ne? Wenn, siehst halt immer dran, Jugendarbeit, finde ich, ist immer sehr intensiv und man steckt da sehr viel Arbeit rein und viele Leute sind ja dann doch nach 1-2 Jahren auch einfach, dass sie sich mal wieder in Richtung was anderes orientieren. Ich finde, dass sich die Leute heute deutlich schwerer zu committen sind, dass die einfach so ein paar Jahre dann mal sich da noch irgendwo reinbeißen. Naja, euer großes Problem ist natürlich, dass sie erst ab 18 spielen dürfen. Das ist natürlich für einen Nachwuchs, der dann auch wirklich zocken will. Und ja, aber das hat ja nur mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu tun, ansonsten ist es ja in Ordnung. Ja, ja, aber bei uns zum Beispiel fangen sie schon mit 14 an oder dürfen schon mit 14 spielen. Ja, das ist natürlich schon dann cool. Unser Jüngster ist auch, glaube ich, jetzt ist 16 geworden, ne? Also da ist
natürlich ein bisschen Zeit dazwischen, die sie aufholen müssen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn sie mit 18 anfangen und wirklich in dem Sport aufgehen, dann holen die auch extrem nach. Also sind dann da mit einem Jahr oder anderthalb Jahren später schon wirklich auf einem verdammt harten, guten Level. Es liegt immer dran, wie viel Kraft man investiert. Aber was ich sagen wollte, ich finde halt, das Angebot ist heute so breit. Man kann so viele Sachen machen und überall gibt es irgendwie einen neuen Quatsch. Und hier noch und da noch. Und irgendwie habe ich mal so den Eindruck, dass es den Leuten schwerer fällt, sich zu committen. Das ist so, ja, da bin ich nochmal Wakeboarden und dann bin ich klettern und dann gehe ich hier und dann gehe ich dahin. Hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber sich irgendwo reinzuhängen und sagen, hier als Team und Ziele ausgeben und sich irgendwo reinbeißen und zu sagen, ey, hier, ich... Komm, wir schießen alles zu Brei und dann gucken wir, dass wir in 3-4 Jahren in der ersten Bundesliga mal aufschlagen. Da wird es halt immer schwerer, dafür Leute zu finden. Dabei ist es eigentlich nur mega geil. Aber die Leute sind halt so, da in 6 Wochen habe ich schon wieder einen neuen Quatsch irgendwie an der Backe, wo ich dann mal ein paar Wochen hingehe. Ne? Das Angebot ist halt sehr groß geworden. Überall schießen die Kletterhallen aus dem Boden und das ganze Zeugs. Ist ja auch alles cool. Aber ich glaube, das macht halt genau schwer, dass nicht so viel nachströmen, die das jetzt dauerhaft machen. Das ist so ein Event-Ding geworden. Ne? Hier noch ein Junggesellenabschied und so. Ist ja auch geil. Oder mit ein paar Leuten hier, jetzt fahren wir mal einmal Paintball spielen. Ne? Genau. Deswegen kann ich nur jedem raten, Einsteigerliga, sorry, wenn ich dich... Alles gut, haben wir ja. Newcomer-Liga haben wir ja in Österreich bei uns. Einsteigerliga, BZL oder wie es dann bei euch heißt, Newcomer-Liga. Das ist halt einfach geil. Da ist man ja gar nicht so hart committed. Das ist ein Spieltag, das 4-mal Paintball spielen im Jahr. Wenn man es drauf anlegt, kann man da vielleicht noch einmal trainieren fahren oder auch gar nicht, weil es ist halt einfach eine reine Anfängerliga. Hinkommen, direkt Spaß haben, direkt Leute abschießen unter besten Bedingungen und ausgereiftem Schiedsrichterwesen. Ja, ich glaube aber bei uns zum Beispiel kannst du da nicht so rangehen. Also da sind schon Newcomer dabei, die dann auch wirklich gefördert werden und dann sind da schon richtige Kracher auf dem Feld. Also ja, ich glaube, das liegt einfach, hat was mit der Definition zu tun. Newcomer, wenn du Newcomer bist, dann bist du halt ein Newcomer, fängst neu an. Wenn jetzt die Leute da schon da 2 Jahre Paintball spielen oder für mich da, sag ich mal, eine Saison unter Betreuung trainiert wurden, von erfahrenen Leuten trainiert wurden, dann sind das keine Newcomer mehr, dann müssen die auch in einer normalen Liga spielen. Na, bei uns ist die Regelung maximal 2 Jahre, 2 Saisons und dann darf maximal ein erfahrener Spieler am Feld stehen und dann ist Schluss. Also wenn sie 2-mal gemeldet sind, dann müssen sie hoch in die Kampfkaderregion. Kampfkaderregion? Ja, wie soll ich sonst unterscheiden? Ne? Erfahrene Spieler, Oberliga, jeder nennt es anders. Kampfkaderregionen möchte ich trotzdem nochmal kurz in Gänsefüßchen setzen. Ja, wir unterscheiden das, ne? Newcomer und Kampfkader. Das heißt wirklich so bei euch, oder was? Bei uns im Team, ja. Wir heißen im Team. Team. Okay. Wir sagen es dazu. Wieder der Move. T-Pack 3, Ballistics nicht aufzuhalten. Er hat es jetzt zum 5. Mal hintereinander gemacht oder zum 6. Mal. Und der kommt bis auf ein einziges Mal jedes Mal an. Oh, jetzt ein Fehler. Beide... Mit 2 Mann jetzt rein in diesen 50-Bunker auf der Slag. Einer innen, einer außen. Und das sieht sogar gut aus. Die kommen mit dem Zeug, wie es aussieht, sogar durch. Einer ist noch. 2 haben wir noch. Aber das ging jetzt ganz schnell. Na, das war doch mal ein wirklich schneller Punkt für die Ballistics. Bam, Ausrufezeichen. 5-3. Die nehmen noch einen. Ja, sie geben nicht auf. Ja, das noch aufzuholen ist natürlich ein bisschen viel verlangt, aber immerhin nochmal hier auf 3-5 verkürzt und vor allem noch einen Punkt mehr. Das ist immer wichtig, erstmal reinkommen in den Tag. Jetzt ist das Spiel natürlich, so ein Paintball-Spiel ist ja auch schnell weg. Ne? Da gehen dir morgens 2 Punkte flöten, einen Punkt machst du noch scheiße, einen Punkt ist der Gegner einfach on fleet, sag ich mal, und dann ist das ja auch schon gelaufen. Ne? Irgendwie, dann hängst du da hinten drin, da kannst du jetzt nur nochmal sagen, alles klar, komm, nochmal 2 schnelle Punkte, einfach Selbstvertrauen holen hier. Wir müssen ja gleich nochmal eine Begegnung spielen und dann... ist man dann wenigstens mit dem Gefühl da, dass man es auch schaffen kann. Jetzt sag ich mal, die Daltons, das musst du auch erstmal machen. So ein Ding 4-0 abgeben und korrigier mich, aber wenn du in 5 Minuten 30 4 Punkte ins Gesicht kriegst, dann ist das erstmal schon mal ein eindeutiges Indiz, dass du scheiße bist. Weißt du, in dass du auf dem Layout nicht persönlich, nicht persönlich, raus. Aber so. Es war einfach eine Scheißnummer. So, und dann scheiße kommst du runter und dann weiß man mit einem gewissen Abstand, alles klar, das sind die Hurricanes, die haben das mal auch mal lässig drauf, einfach sackstark, ist eine ganz andere Nummer und man weiß das und dann kann man natürlich
kann man natürlich sich da auch raus. Ey, Jungs, zusammenreißen hier und da. Trotzdem ist es extrem schwer, wenn du nicht einen einzigen Punkt erstmal so ins Game, also wo du dich selber ins Spiel bringst und mal eine Minute Paintball spielst und irgendwie drin bist in der ganzen Nummer, dass man so ein bisschen ein Gefühl, okay, guck mal, wenn da nicht die Einzelleistung da oder da und da oder ey, der eine hat sich knipsen lassen, dass man zumindest sieht, eigentlich wäre alles gut gewesen, sondern du kriegst einfach nur eben so ein paar rein. Dann musst du dich auch erstmal auf den Nacken stellen, das wieder zu resetten und dann im zweiten Spiel wieder... Also ich würde es dem Tone wünschen, dass er sein Team resetten kann und dann in der nächsten Begegnung da angreifen kann. Aber ja, Motivation spielt da wirklich eine große Rolle, der Kopf eine große Rolle, da das auch abzuschalten und sich hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, es ist scheiße gelaufen, aber wir greifen wieder an. Der Tone, der macht das schon. Und die Jungs, die der dabei hat, die haben ja auch Hunger und die haben Bock. Und deswegen bin ich da auch eigentlich sorgenfrei. Ich bin gespannt. Ich würde den Ballistics zutrauen, dass sie noch so ein Ding machen. Was ja immer noch nicht reicht. Aber ich glaube, dass die gerade so ein... warte mal, wir waren mal ganz international. Die haben gerade so ein Momentum, ne? Ich glaube fast nicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube übrigens ob sie fast das noch mal. Ja, manchmal muss man sich um Antworten drum rumwinden, ne? Ich glaube nicht. Ja. Gut. Auf geht's! Ist schwer einzuschätzen. Die 10 Sekunden laufen. 48 Sekunden haben sie noch. Ist eigentlich noch genug für einen relativ ruhigen Punkt, aber die hätten ja wahrscheinlich gern noch zwei. Ja, doch, sie greifen an. Also die Snake ist im Vormarsch. Snake 50, Dorito 50, ein Spieler raus, zwei Spieler raus, drei Spieler raus. Nee, gar nicht, die laufen nur alle so weit nach vorne. Da ist so, der nächste raus. Da ist der nächste raus. Also sie wollen sich diesen einen Punkt noch holen. Oh, das gab aber ein fieses Penalty. Ja, ich würde 20 Sekunden... Der kann buzzern. Ja, aber wer? Na, der. Ist der raus? Der ist raus. Ist keiner mehr da. Ah, die haben das Feld leer geprügelt. Ja, da ist keiner. Einfach alle abgeknallt. Alle, wer? Alle, alle, jeder, alle. Alle, alle. Sehr schön. Das war nur noch mal, damit alle Schmerzen haben. Gut. Sympathisch. Ja, bei uns in den Twitch ist ja richtig was los. Ja, Habt ihr noch Fragen an den Disco? Ich bin ja kein Gamer, ne? Also ich habe dieses Twitch. Ich schon. Dieses Twitch, das sagt mir gar nichts. Nee? Ich find's jetzt, lustig. Ich find's super. Ja, und jetzt, ich habe das verstanden. Das sollte auch kein Diss sein. Ich habe das verstanden, dass ihr das alle cool finden, die App. Hm? Ich kannte das halt nicht. Und dann hieß es hier, wir gehen auch auf Twitch. Und dann habe ich mir die App gezogen, weil ich es ausprobieren wollte. Und das Ding funktioniert super. Mhm, ich weiß. Die App ist einfach super. Das läuft astrein. Chat, einloggen, das ist einfach alles super. Ja, ich was kann man? Warte, die Regie... Oh! Also die Regie sagt gerade, was ziemlich cool ist, man kann nachher, wenn es cool gewesen ist, da draufklicken und kann sich so kleine Mini-Highlights daraus ziehen. Mini-Highlights. Also Twitch, ich kenne Twitch schon lange, weil ich da selber privat in meiner Freizeit auch zocke am PC. Was denn? Division 1, 2, World of Tanks, alles, wo man auch mal ein bisschen ballern kann. Also Gewalt? Nein, überhaupt nicht. Was macht man denn bei World of Tanks, so was ohne Gewalt läuft? Ein Stück Tank wegschießen. Also Gewalt? Wenn du es so nennst, dann... Yes. Mir macht's Spaß. Panzerfahren ist lustig. Munition verschießen ist schon ein bisschen. Also falls dir das noch keiner gesagt hat, das verhält sich so. Wenn du in deiner Freizeit viel Panzerspiele machst, hast du schon Bock auch auf ein bisschen Gewalt. Naja, so oft spiele ich nicht, aber mir macht's Spaß. Ja, das glaube ich sofort. Ich gebe aber ehrlich zu, dass ich nicht in meinen Panzer reinpasse, deswegen spiele ich es wahrscheinlich nur am PC. Das ist ja nicht echte Gewalt. Spielgewalt. Alles gut. Wen haben wir denn jetzt? Komm, wir gehen wieder zum Paintball. Ja. Wir haben die Mercs gegen Darksun und wir haben die Lucky 15s gegen Offenburg Carmenetia. Die Mercs, in meinen Augen, super stark. Darksun habe ich am Anfang der Saison nicht so stark gesehen, haben mir am zweiten Spieltag besser gefallen. Und jetzt beim Training, ich fand, die haben gut ausgesehen. Also wir haben ganz schön viel Kloppe gekriegt von denen. Eigentlich sollte das heute funktionieren für Darksun.
Stuttgart. Ja, ich weiß gar nicht, wer von den Mercs heute am Feld ist. Ich habe noch nichts gesehen. Den einen oder anderen kenne ich selber auch. Und da bin ich auch gespannt. Na, dann wirst du uns das ja gleich servieren, wer da jetzt aufs Feld läuft. Ich hoffe es. Also ich weiß, aufgestellt, sehe ich auch in der Liste, ist der Erik Smetana. Und das ist ein Ref der PBBL in Österreich. Okay. Und der Florian Mikscher natürlich, PPA. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert bei ihm zu Hause. Ach, das ist ein Feld, oder wie? Der Florian Mikscher hat sein eigenes Feld, ja. Okay, da rennen sie jetzt nochmal im Angriff über. Weil es Spaß macht. Ja, okay. Einer ist noch da. Das war's. Wilde Schießerei hier nochmal. Die drei Punkte gehen für die Cologne Predators. Die Ballistics aber sich mit einer schönen Gewaltorgie nochmal hier aus dem Spiel verabredet. Das war spitzenmäßig. Ja. Ja, na, der Florian Mitscher hat ja, ist ja auch Austragungsort der PBBL. Wir haben ja im Gegensatz zu euch eine Rotation drin. Und dort schlafen wir dann auch immer. Wir reisen einen Tag vorher an und lassen es uns da gut gehen.